Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Ja, entschuldigt bitte, dass ich gerade hier so zitter, aber irgendwie funktioniert es gerade nicht. Genau, und ja, heute geht es darum natürlich um die Adventszeit. Ich werde heute unseren Adventskranz machen. Den hatte ich auch letztes Jahr so gemacht, das mache ich genauso. Ja, und ich zeige euch mal, ja, was ich so habe. So, und zwar hat mein Mann hier aus dem Keller so einige Sachen gebracht. Zum einen auch so Weihnachtskugeln. Und lauter auch hier sind die Bälle von meinem Sohn drin. Hat er alle reingeschmissen. Und ja, da sind auf jeden Fall sehr viele Sachen drin, die ich auch für den Adventskranz brauche. Allerdings fehlt da ein wichtiges Teil und das muss ich erst aus dem Keller wahrscheinlich jetzt holen. Und genau, das mache ich erst zuerst. So, ich habe jetzt mal das wichtigste Teil aus dem Keller geholt. Und zwar ist es dieses riesengroße Tablet. Das habe ich letztes Jahr bei Depot gekauft. Also in der Kamera sieht es gar nicht so groß aus. Das ist wirklich ein riesiges Ding. Allerdings wird es hier nicht auf dem Tisch stehen, weil der nimmt ganz schön viel Platz ein, zumal ich hier auch arbeite. Und der kommt, der Adventskranz kommt nämlich hier oben drauf. Da stehen auch noch die Kerzen von letztes Jahr. Schauen wir mal, das fokussiert. Genau, da kommen noch die Kerzen drauf, die habe ich für letztes Jahr verwendet, die habe ich jetzt das ganze Jahr einfach stehen lassen und mal angezündet. Die halten aber auch ewig lang, also die haben eine richtig lange Brenndauer und die sind so bordeauxrot mit Gold und die Ständer habe ich auch von Depot letztes Jahr gekauft. Das ist so Silber mit Verlauf zu Gold unten, ist richtig schön und genau, auf jeden Fall muss ich das erstmal alles wegräumen. Ich werde aber den Adventskranz auf dem Tisch vorbereiten, weil da oben, nach oben komme ich gar nicht. Ich bin einfach viel zu klein. Und genau, da fangen wir am besten mal gleich an. So, der Tisch ist jetzt voll mit lauter Sachen. Und zwar habe ich hier ein paar Kugeln und so Schleifchen. Und die habe ich noch von meiner Oma, glaube ich, noch. Die sind so für Erbstücke, das ist zum Beispiel eins von Kasachstan noch und die hat meine Mama mir weitergegeben, nachdem ich ausgezogen bin und dass ich das auch an Weihnachten mal aufhänge oder irgendwo einfach dekoriere, damit es einfach als Erinnerungsstück auch bleibt. Und da habe ich schon auch die Kerzen aufgestellt und schaut mal, die sind schon runtergebrannt, aber es ist noch ein Haufen da. Und da habe ich hier zum Beispiel, die habe ich letztes Jahr auch aufgestellt, diese silberfarbigen oder silberglitzernden Bäumchen. Ich habe die auch in eine Tüte gepackt, dann zum einen, dass sie nicht verstauben, zum anderen geht dieses Glitzer ganz schön doll ab. Habe hier ein paar Kugeln noch und das und so Gedöns hier noch und ich werde jetzt schauen, was ich so daraus mache. Thank you.
So, das ist mein Adventskranz, der moderneren Art, sage ich mal. Ich habe das aber auch, weil ich auch eine gute Verbindung zur Natur habe, hier diese Tannenzapfen, dann die Orangen, ja, die Orangen hier, dann habe ich hier auch Zimt, das riecht auch richtig gut noch. Und dann so künstliche, ja, wie Tannen, sowas. Und ein paar kleine rote Akzente noch mit hingetan. Und die kleine Lichterkette. Und ich finde, das sieht schon richtig cool aus. Und gefällt mir sehr gut. Jetzt muss ich das, ohne dass es nun da fällt, auf diesen Schrank da oben hin tun. Mal gucken. So, das ist jetzt mein Adventskranz. Ich hoffe, es ist eine gute Inspiration vielleicht für den einen oder anderen, der etwas anderes machen möchte als üblich. Und nicht wundern, ich stehe hier auf dem Ministuhl und im Schlabberlook natürlich bin jetzt zu Hause. Und genau, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich auf euren Kommentar. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dann!